wenn ich jetzt mal zurückgehe, so ins Alter von 8, 9, 10 in der Ecke, da haben wir uns halt mittags getroffen nach der Schule und dann haben wir draußen gespielt, irgendwas mit anderen Totschießen oder sowas, das war immer ganz in, und haben irgendwelche Buden gebaut oder irgendwas. Also ich bin in einer Gegend aufgewachsen in Mittelstadt, wo ziemlich viel Wiesen außenrum waren und bei uns waren Gärten hinterm Haus und zwischen den Gärten sind heute Zäune. Damals gab es da keine Zäune. Da sind wir als Kinder kreuz und quer durch die Gärten gehuscht und überall hin. Mein Vater hatte ein altes Moped und dann war bei uns hinten diese großen Gärten und dann kam eine Wiese, die gehörte zu der katholischen Kirche. Und wir haben den Pfarrer gefragt, wenn wir das Moped zum Laufen bringen, dürfen wir dahin rumfahren. Hat er gesagt, von mir aus. Und wir sind dann den ganzen Mittag zum Teil ohne Auspuff dahin rumgefahren. Und niemand aus der Nachbarschaft hat irgendeinen Ton gesagt. Es wäre heute undenkbar. Auf der gleichen Wiese waren bis vor einigen Jahren ein Fußballplatz eingerichtet. Und der ist aufgrund der Intervention von der Nachbarschaft irgendwann geschlossen worden, weil die den Lärm nicht ertragen wollten. Also bei uns war das überhaupt kein Problem. Der Schultag, du bist morgens hingekommen, du musstest dich, bevor die Schule anfing, aufstellen an einem bestimmten Platz und dann in zwei Reihen einmarschieren. Und dann hast du halt da drin gesessen und hast möglichst aufpassen sollen. Und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, hast du eine Ohrfeige gekriegt. Oder anderweitige Züchtigungen waren noch völlig normal. Ich sehe das auch nicht irgendwie so, auch wie schlimm wir es hatten. Nee, es war eigentlich immer relativ fair, weil man musste das alles im Kontext der Zeit sehen. Ich war in der Klasse, da waren fast nur Leute von den Ortschaften. Und unser Lehrer hat damals gesagt zu den Eltern, bei mir gibt es auch mal einen auf die Backe. Und haben die gesagt, bravo, so ist richtig. Gut, manche Lehrer waren halt echt grausig in dem Fall, das muss man sagen. Und man hat auch damals nicht geschaut, wo sind denn die Fähigkeiten von jemand. Das ist ein bisschen untergegangen. Ich habe mit 15 war ich schon in der Lehre. Da hat mein Alltag so ausgesehen, dass ich den ganzen Tag geschuftet habe wie ein Irrsinniger. Ich hatte Zeiten, da habe ich morgens aufgestanden und habe gedacht, Mensch, jetzt schon wieder, das darf nicht wahr sein. Und abends dann froh war, mich mit Freunden treffen zu können. Und wir haben dann Musik gemacht. Mehr schlecht als recht, aber wir hatten Spaß. Die Musik spielte für uns eine Riesenrolle, weil darüber haben wir uns auch definiert. Wir haben damals schon angefangen zu versuchen, selber Lieder zu schreiben. Ja, ich war auch ziemlich sicher, dass wir jetzt damit ganz groß rauskommen, aber es war dann doch nicht so. Gehört haben wir diese üblichen Bands damals wie Deep Purple, Led Zeppelin, Frank Zappa. Wie durften wir uns ansehen? Wie hätten wir uns angezogen? Wir hätten uns natürlich so angezogen, wie die Leute in den Bands, die wir toll fanden. Erstens mal hast du die Klamotten nicht gekriegt und zweitens mal war es schon sehr schillernd. Gerade in den 70er Jahren. Mit Pfauenfedern und allem ist man da rumgerannt. Aber wir haben schon gesehen, dass wir bunte Hose erwischen, hochhackige Schuhe, ich fand mal Schuhe mit Zungen absetzen. Na, sowas hatten wir schon. Wir hatten eine wunderbare Zeit. Die Leute waren auf der einen Seite viel toleranter gegenüber Lärmentwicklung durch Kinder, Jugendliche. Und wir hatten den großen Vorteil, wir konnten in der Phase, wo man sich vom Elternhaus ablösen will, unsere Eltern noch provozieren. Und das war ganz leicht. Du hast dir die Haare nicht schneiden lassen, da gab es Streit zu Hause, da sind Tränen geflossen, da durftest du nicht am Tisch essen sozusagen. Unsere Musik fanden unsere Eltern grauenhaft und das war ja ein gigantisches Geschenk. Das war ja was, was uns Jugendlichen gehört hat. Und heute, wenn du irgendwas hörst, und da sagt der Vater wahrscheinlich, wann gehen wir aufs Konzert? Das wäre bei uns undenkbar gewesen, mit dem Vater aufs Konzert gehen. Wir wollten ziemlich schnell Führerschein machen und irgendwas fahren. Und es war klar, wenn man irgendwas fährt und trinkt noch dabei, dann wird's übel. Alkohol war für uns eigentlich nicht das große Thema. Geraucht haben wir ja. Das fanden wir toll. Drogen überhaupt war nicht das Thema, weil da hätten wir uns überhaupt nicht dran getraut. Und das wollten wir auch nicht. Wir wollten ziemlich schnell, wie gesagt, Moped fahren. Mit 15 Mofa. Und da war das für uns kein großes Thema.
Die Freundesklique war ja quasi die Zweitfamilie. Und in der hat man sich in seiner Freizeit aufgehalten. Man hat sich zusammen telefoniert, hat sich getroffen und war dann zusammen unterwegs. Wir sind ins Kino gegangen, haben Sport gemacht, haben Musik gemacht, wir haben alles Mögliche gemacht. Ja. Uns war es eigentlich nie langweilig, muss ich sagen. Und am Wochenende, hier gab es ja damals 1, 2, 3, 4, 5 Diskotheken. Und heute gibt es keine mehr. Von meinen Eltern wurde ich mit Sicherheit beeinflusst. Von Kirche wurde ich insofern beeinflusst, dass mir aber erst viel, viel Jahre später aufgegangen ist, wie arg. Nämlich, als ich eines Tages gedacht habe, was ist denn da los? Du hast immer so den strafenden Gott irgendwie im Hintergrund. Weil mir als Kinder immer gesagt haben, der liebe Gott bestraft dich, wenn du das machst oder jenes machst. Und ich wollte keinen strafenden Gott haben. Und habe gesagt, meiner macht das nicht, der ist immer gut drauf, der mag mich und warum soll der mir blöd kommen? Und dann bin ich aus der Kirche ausgetreten, aus diesem Grund. Also ich wollte nicht, dass ich nicht was mit Gott zu tun haben wollte, nur das Bodenpersonal hat mir gestunken. Und in dem Fall bin ich dann ausgetreten und es war trotzdem ein komisches Gefühl. Liebe. Ich sag's mal eher, wenn ich als erstes gut fand. Also die ich als erstes gut fand bei mir in der Klasse, die habe ich nie gekriegt. Das war so ein Ding, das hat nicht funktioniert. Aber später kam dann die mit 22, die richtig große um die Ecke und die habe ich heute noch. Ich habe mal gesagt, in der zweiten Klasse war das, glaube ich, in der Schule, da mussten wir sagen, was wir mal von Beruf werden wollten. Und da habe ich gesagt, standen wir in der Reihe und ich habe gesagt, ich möchte Bergsteiger werden. Und da musste ich der Rest von der Stunde in der Ecke stehen, weil es kein Beruf war. Und später habe ich genau davon jahrelang gelebt. Wir sind nicht so verreist mit den Eltern, Gott weiß wohin gefahren. Das hat erst angefangen, wie ich 19 war. Dann haben wir aus dieser alten Clique raus den Entschluss gefasst, jetzt muss mal was passieren. Und dann haben wir einen alten Ford-Bus gekauft, haben den über den ganzen Winter umgebaut, TÜV gemacht, war ja ganz billig, hatte keinen TÜV. Das haben wir alles selber gemacht und sind dann mit nach Griechenland gefahren und haben da drin übernachtet. Das war, da rauszukommen, das Mittelmeer zu sehen, völlig andere Leute aus allen Herren Ländern zu treffen. Das war zum Beispiel ein Punkt, ich hatte Leute dabei, die waren auf dem Gymnasium und die konnten ziemlich gut Englisch, der eine sogar Französisch, und ich kannte nicht mehr richtig Englisch. Und dann habe ich gedacht, das muss ich lernen. Also ich muss jetzt weiterkommen. Und dann habe ich angefangen, Englisch zu lernen. Dann habe ich angefangen, Französisch zu lernen, um mich eben auf Reisen unterhalten zu können. Wenn ich irgendwas verändern könnte im Nachhinein, dann wäre es die Schulform, die ich genossen habe. Die würde ich verändern. Fehler, die ich begangen habe? Boah, meine Fehler waren eigentlich alle für irgendwas auch mal gut. Klar hat man auch mal Blödsinn gemacht, aber das ist jetzt nicht so gravierend. Also, dass ich es nicht mehr machen wollte.